Willkommen bei Schlesienjournal. Entdeckerclubs des Deutschen ist ein Projekt für Kinder und Jugendliche. Es wird in Schulen durchgeführt und soll die deutsche Sprache, Geschichte und Regionalkunde fördern. In Oppeln trafen sich Vertreter dieses Projektes. Doch darüber erst nach den Infos. Besuch aus Warschau hat sich kurzfristig in der deutsch-polnischen Grundschule in Malino bei Oppeln angesagt. Minister Andrzej Halicki wollte sehen, wie Gelder aus dem Verwaltungs- und Digitalisierungsministerium für die Renovierung des Schulgebäudes verwendet wurden. Prawie 200.000 zł będzie dofinansowany remont ze źródeł Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ale z tego co wiem, także miasto Opole drugą pulę pieniędzy dorzuci po to, żeby ten remont w tym roku skończyć aż po dach. No a myślę, że w przyszłym roku otoczenie i tutaj, co ja lubię najbardziej, patrzę na świetne warunki do zrobienia super boiska, też by się przydało. In der Schule des Bildungsvereins Pro Liberis Silesia lernen derzeit Kinder in drei Klassenräumen. Weitere drei Klassen werden benötigt. Richard Galla, Abgeordneter der Deutschen in Polen, kümmert sich um fehlende Mittel. Mamy w tej chwili ponad 160.000 zł na adaptację tych pomieszczeń, które wymagają remontu. Mamy także zabezpieczone środki na remont pokrycia dachowego, ale będziemy jeszcze potrzebowali na następny etap modernizacji. I myślę, że tutaj właśnie jesienią będziemy składali taki wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po to, aby właśnie w tym ostatnim etapie zakończyć pracę i powiedzieć, mamy na kilka lat tą infrastrukturę zabezpieczoną, gdzie dzieci będą mogły na odpowiednim poziomie się uczyć. Es ist noch viel zu tun in Malino und weitere 20 Kinder sind bereits fürs nächste Schuljahr angemeldet. Auch sie möchten in einem renovierten Schulgebäude lernen. Der Ratiborer Josef Gonschör wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe erfolgte am 13. Mai durch die Breslauer Generalkonsulin Elisabeth Wolbers. Es hat mich doch schon völlig überrascht, dass so eine hohe Ehre an mich herangekommen ist. Naja, habe ich eigentlich Angst bekommen, nicht? Wie das eigentlich durchgeführt wird. Und jetzt bin ich richtig glücklich, dass ich das schon hinter mir habe. Die Generalkonsulin ebenso wie Freunde und Weggefährte des Geehrten würdigten die Verdienste Josef Gonschers für den Erhalt und die Pflege deutscher Sprache und Kultur in Oberschlesien. Der Bundestagsabgeordnete für Energie und Wirtschaft Helmut Nowak kam Mitte Mai in die Oppelner Woiwodschaft. In Großstrelitz besuchte er eine Baufirma mit deutschem Kapital. Dort gab es ein Treffen mit dem Bürgermeister Tadeusz Gotz, der die Region vorstellte. Ziel des Besuches war es, eine mögliche Zusammenarbeit zu prüfen. Ich sehe eines, dass die Industrien hier sehr schnell gewachsen sind. Bei uns in Deutschland wächst es auch, natürlich nicht mit der Geschwindigkeit als solchen. Was für mich sehr interessant hier war, dass Investoren da sind und man Manager sucht. Das höre ich bei uns eher umgekehrt, dass man Investoren sucht, aber durchaus Manager hat. Also hier sind Dinge, die möglicherweise interessant zu verquicken sind. Nach der Firmenbesichtigung ging es für Nowak weiter. Er besuchte unter anderem die Woiwodschaft Schlesien und nahm an der Gedenkfeier im NKWD-Lager Tost teil. Die 15. Internationale Tourismusmesse wurde Mitte Mai in Oppeln veranstaltet. An den Ständen präsentierten ihr Angebot sowohl polnische wie auch ausländische Städte und Regionen, darunter auch Partner von Oppeln. Die Edelsteinkönigin Sonja Msik aus Rheinland-Pfalz hat für diese Region sowie die deutsche Edelsteinstraße geworben. Die Aussteller präsentierten ihre Besonderheiten und versorgten die Besucher mit Informationen über touristische Angebote sowie lokale Produkte. 100 Kinder und Jugendliche von Entdeckerclubs des Deutschen aus beiden oberschlesischen Woiwodschaften trafen sich Mitte Mai in Oppeln. Entdeckerclubs des Deutschen sind Treffen außerhalb des Unterrichts, die an 21 Schulen in beiden Woiwodschaften angeboten werden.
Das Projekt wird vom Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit betreut. Zum ersten Treffen der Entdeckerclubs kamen Vertreter von 14 Schulen. Możemy się wyluzować po lekcjach, różne gramy zabawy. Jest taka miła atmosfera, możemy tak sobie porozmawiać czasami, pograć. No i w spokoju też możemy rozwijać swoje umiejętności językowe. I też nie każdy, na przykład ja z Mateuszem akurat umiemy język niemiecki dość dobrze, ale na przykład są też tacy członkowie, którzy ten język niezbyt umieją, a też chodzą z nami. Sobie, ale się starają i też chcą grają. Się też nauczyć czegoś. Für mich und für meine Schüler denke ich mir, das ist die nächste Möglichkeit oder noch ein Schrittchen weiter, um die Sprachkenntnisse zu verbessern, um die Sprache zu entdecken. Ja, dann hat man die Möglichkeit und die Chance, so ein bisschen mehr zu erfahren und auch auf andere Art und Weise, als man das normalerweise so in einem Unterricht veranstaltet. Auch das Treffen des Entdeckerclubs wurde nach diesen Prinzipien veranstaltet. Bei verschiedenen Spielen, die auf Deutsch geleitet wurden, lernten sich die Schüler kennen. Dadurch wird auch die Zweisprachigkeit unterstützt. Sprache ist nicht nur so rein theoretisch sprechen, aber auch das alles, was in der Sprache steckt, kennenlernen. Ich denke mir auch so Gefühle, Geräusche, Musik, alles Mögliche. Und je nachdem, was die Leute interessiert, das wird dann denen angeboten in den Club. Bei uns funktioniert das so, dass also die ich bei mir in der Schule habe, das sind Freiwillige. Die sind auf ziemlich gutem Sprachniveau und dann also meistens wird nur einsprachig mit denen auch gesprochen, das ist kein Problem. So werden im Rahmen der Clubs verschiedene Projekte angeboten, die nicht nur die Sprache fördern, sondern auch Regionalkunde. Die Mitglieder erfahren auch mehr über Deutschland. Będziemy robić projekt o zabytkach w Niemczech. I będziemy zachęcać młodszych uczniów, żeby też uczyli się języków obcych, niemieckiego i żeby przyłączyli do naszego klubu. Bierzemy udział 25 maja w wymianie międzynarodowej, tak. Ze szkołą partnerską w Kassel. Przyjadą uczniowie do nas, no i przyjmujemy ich jako gospodarzy do swoich domów. I już teraz właśnie w tym roku jest jubileusz, 15 lat, już współpracujemy z tą szkołą. I dlatego pani wymyśliła konkurs na logo właśnie tej wymiany. I będzie ogłoszenie wyników, kiedy oni przyjadą. Die Schüler gestalten oft die Treffen des Entdeckerclubs mit. Dadurch wird auch die Kreativität der Schüler unterstützt. Die Lehrer werden hierbei vom Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit betreut. Sie bekommen nicht nur finanzielle Unterstützung, es werden auch Workshops für Lehrer und Wettbewerbe für Schüler veranstaltet. Und auch dieses Treffen gehört dazu. Wir können auch unsere Gedanken austauschen, Erfahrungen und dann ja mit den auch Trainern so sprechen oder auch was lernen, auch, ne? So gegenseitig lernen. Was hast du gemacht? Was hat funktioniert bei dir in dem Club? Was ist so empfehlenswert? Was wird so gut von den Kindern angenommen? Ja, gerne. Dosyć miłe spotkanie, miłe wrażenie. Bardzo fajnie, jest dużo fajnych ludzi. Dobrze się spotkać i porozmawiać o tym, co robimy praktycznie to samo. Więc bardzo fajnie, tak. Możemy porozmawiać i wymienić się informacjami, co oni robią, co my robimy i co możemy zrobić na klubie następnym. Co pani podsunąć pomysł na to. So machen sich die Entdecker aus Stubendorf reich an neue Ideen auf den Heimweg.
Doch sie nutzen das Treffen auch, um in Oppeln nach Spuren der deutschen Geschichte zu suchen. Mehr über die Entdeckerclubs des Deutschen finden Sie auf der Internetseite www.bilingua.haus.pl. Das Projekt wurde im September 2014 gestartet und richtet sich an Schulen. Damit sind wir am Ende der Sendung. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.